oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin Saus und hallo und willkommen zur neuen One-Every-Day-Folge mit einer iOS-App, der App Vulture Island von Donut Games. Universal App, 2,99 Euro, Teuersprache, Englisch, Versionsnummer 1.01 liegt vor. 27,1 MB groß, erfordert mindestens iOS 6.0 oder neuer. Und hat bei drei Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternbewertung, nein, bei fünf Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternbewertung von drei Sternen. Was soll ich sagen? Hier steht eine Bewertung im App Store, die heißt einfach nur schlecht. Steuerung grottig kann ich unterschreiben, auch auf dem iPhone 6. Die Logik des Spiels erschließt sich einem nicht. Das ist jetzt ein Zitat aus der Bewertung, kann ich unterschreiben. Ich habe keine Ahnung, wie ich in dem Spiel vorankommen soll, steht in einer anderen Bewertung, kann ich unterschreiben. Es ist komisch. Eine ganz, ganz, ganz komische App. Hier steht als Game Feature non-linear Gameplay. Explore the island freely. Also ihr könnt irgendwie alle möglichen Levels einfach mal spielen. Das sind aber im Prinzip verschiedene Levels und nichts Vorankommendes. Es gibt ein non-destructive Gameplay. When failing, you are simply thrown back to the overview map instead of losing all progress. Das ist ja eigentlich auch noch ganz gut. Also ihr verliert nicht, sondern ja, landet auf der Übersichtskarte und startet einfach neu. Die Steuerung erfolgt, beziehungsweise es gibt auch Unterstützung für MFI-Controller. Im Controller ist es vielleicht noch irgendwie witziger. So steuert ihr das über virtuelle Buttons am unteren Rand. Ein Knopf zum Springen, zwei Knöpfe für vor und zurück gehen, einer um zum Beispiel Bananen zu werfen mit Schaltern oder so interagiert ihr, indem ihr drüber lauft oder drauf tappt. Das ist gar, also die Idee finde ich gut, deswegen habe ich die 2,99 auch ausgegeben. Retro finde ich irgendwie auch gut, aber ja, das Spiel lässt mich einfach ratlos irgendwie zurück. Leider, finde ich. Finde ich wirklich. Hätte Spaß machen können, glaube ich. 2,99 in meinen Augen nicht wert. 99 Cent würde ich sagen, jo, kann man machen, aber 2,99, nee. Das könnt ihr besser anlegen im App Store. Ich sage, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.